Herzlich willkommen, ihr geilen Vergenusswurzler. Jo, Connor ist am Start. Mit ihm gibt es ja auch ein neues Event hier, wo man Eternal Light bekommen kann. Ich habe jetzt mal ein bisschen auf AppTalk zugeschlagen, habe mir ein paar Tickets besorgt. Ihr seht, ich habe 580 Tickets. Hoffe, dass aus den 580 wir vielleicht zwei Kopien schon mal bekommen. Und dann überlege ich auch, ob ich nochmal, je nachdem wie mein Glück jetzt so ist, ob ich da nochmal ein bisschen reinbutter oder nicht. Ihr wisst ja, Leute, mit AppTalk spart ihr auf jeden Fall 25% bei jedem Einkauf. Und gerade bei SP-Tickets macht das halt einen dicken Unterschied. Wir gucken mal rein hier. Und wir schauen mal, ob ich ein bisschen Glück habe mit den Connor-Shards oder nicht. Wir kriegen schon mal zwei Connor-Shards vom Start. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ja, alle anderen SSS-Helden sind scheißegal, weil ich habe die eh alle E5. Ja, nochmal zwei Shards hier. Drei Shards, nice. Oh, cool. Drei Shards, nice. Nur 10 Shards haben wir am Start. Das ist schon mal ein bisschen was im Moment. Nix. 5, nice. 3. Nochmal 3. 6 in den Pull, stark. 2. Nichts. 2. 2. Keine. Keine ist immer Kacke. 3. Ah, Tausch brauchen wir nicht. 3, nice. 3. 3. Oh, ist eigentlich nicht schlecht, glaube ich, bis jetzt, oder? 2. Könnte schlimmer laufen. 3. Ich glaube, wir sind gut in der Quote. 2. Miranda brauchen wir nicht. 2. Ja, Fiona brauchen wir nicht. 2 nochmal da. 2 hier. 3. Oh. Ich glaube, wir haben eine gute Quote bis jetzt. Ja, das brauchen wir nicht. Keine. 2. 2. Ach, ganz schlecht jetzt. 3, nice. Nochmal 3. Okay, den ersten haben wir. Damit sind wir schon mal gut im Soll. Jetzt haben wir noch, also wir haben weniger als, wir haben 270 für eine Kopie gebraucht. 270 Tickets für eine. Gucken wir mal, ob wir die nächsten, na, ich muss kurz Platz machen, Sekunde. Da haben wir einen Platz gemacht. Schauen wir mal, ob wir bei den nächsten jetzt auch wieder so viel, also es war schon nicht schlecht. Ja, Wurmigon brauchen wir nicht. 2. Na, Ampo wollen wir nicht. 5, nice. Keine, nicht nice. 2, ist okay. Miranda wollen wir nicht. Keine, Mann. Ich will lieber Miranda, ja, 3 Shards. Lieber 3 Shards als Miranda. 3, nice. 2, schön. Könnte auch ausreichen für 2 Copies. 3, sehr gut. Oh, gar nichts. Bad. Ampu wollen wir nicht. 3, schön. Schon lange kein 5er-Pull mehr und gar nichts. Oh Mann. 3. Sif brauchen wir nicht. 3, das ist gut. Ein 6er-Pull ist das für mich so gesehen. Nice. Nochmal 3. Omega brauchen wir nicht. Nochmal 2. 150 Tickets haben wir noch. 2 nochmal. Ganz hinten raus. Schön. Nochmal 2. Ampu brauchen wir nicht. Ah. Nichts. Oh Gott. Nichts ist nicht gut. 2. Okay, wir brauchen noch 20 Shards aus 110. 5. Das ist wichtig. Oh, ein 7er Pull. 5 und 2 hatte ich noch nie, glaube ich. Das ist stark. 2, 5, noch, oh, back to back, ein 7er Pull. Das ist super stark. Ja, das brauchen wir nicht. 2, noch 4 brauchen wir. 3, noch 1 brauchen wir, komm. 1 noch.
Ein geht ja nicht, aber ein Zweierpool brauchen wir jetzt noch. Nein, wir haben dann nicht. Okay. 40 Tickets sind sogar noch übrig geblieben. Stark, stark, stark. Wir haben den zweimal am Start. Da können wir jetzt erstmal die Charts hier zusammenwürfeln. Ja, hiervon haben wir auch noch ein bisschen was bekommen. Braucht aber niemand auch. Also brauche ich zumindest nicht. So. Gehen wir mal rein. Da. Nehmen wir zwei Copies. Gehen auch mal in die Events. Und da kriegen wir schon mal eine, so eine Chest. Ist auch ganz geil. Kann man sich noch entweder den, den oder den mitnehmen. Ist not too bad. Da war das Glorious Inheritance. Naja, nehme ich das oder nehme ich das? Was soll ich nehmen? So, ich nehme dann hier den Künstmeteor Fusion Ship. Hier nehmen wir... Das sind aber auch nur... 17 Charts für 340 Summons. Ey, boah, ist das teuer, Alter. Holy fuckeroni. Bro, für 10 Charts wären 200 oder ich nehme nochmal den Shit. Fuck, nicht nur einfach 10 Charts, Mann. Ist mir auch egal. Und hier nehmen wir jetzt den Rest in den Typ nochmal rein. Aber ich warte da noch, je nachdem, wie viel ich noch krieg, ey. Nicht ganz so geil, scheiße irgendwie. Aber wir wollten den auch mal. Ja, super, jetzt, ja, rein. Dann kriegen wir doch noch was in dem Evolve-Event hier. Da kriegen wir ja auch nochmal 30 Shards. Von der Team ist, wie viel Shards habe ich denn da noch? Da habe ich 39 oder was? Das heißt, kann die auch ein bisschen machen. Ich brauche auch gar nicht mehr so viele Artemis-Shards, aber will ich Artemis haben, ist die nächste Frage. Irgendwie fühle ich die überhaupt nicht. Wo ist die Kackbitch da? Weiß nicht, die ist ja schon Legendary plus 1 und ich fühle sie aber 0. I don't know. Ich glaube, ich werde einfach lieber da diesen Heimdall noch mitnehmen oder so. Kein Plan. Muss ich mir mal meinen Kopf durch den Kopf gehen lassen. Was meint ihr denn, wer es besser ist? Erst einfach Artemis fertig machen. Oder Heimdall habe ich bis jetzt 2 Copies, glaube ich. Heimdall auf 3 Copies gehen oder so. Was macht mehr Sinn? Ich habe keine Ahnung. Schreibt mir in den Kommentaren, ihr dürft entscheiden. Das, was ihr entscheidet, mache ich dann. Oh Leute, ansonsten haben wir, glaube ich, alles hier jetzt erstmal gemacht fürs Video. Hoffe, erstmal wieder hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, haut ein Abo raus. Verpasst natürlich keins der weiteren Videos. Peace. Euer Wizard Knights.